Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker, willkommen bei GTA 5. Und in diesem Teil bereiten wir uns vor für einen Banküberfall. Und ich werde ein bisschen quatschen über eine Frage, die bei Ask.fm gestellt wurde an mich. So, jetzt muss ich mal schauen, ich muss mal hier beim Handyfilm brauche ich die Außenansicht. So, wir müssen hier. Und zwar Richtung HS müssen wir fliegen, denn dort gibt es Militärausrüstung, die ich übernehmen muss. Da muss ich einen Militärkonvoi überfallen. Natürlich rauschen wir gleich mit dem Heli hin, damit wir am schnellsten dort sind. Wir müssen aufpassen, das Gefängnis ist der linke Hand von mir. Gut, aber der darf nicht drüber fliegen, werden es wieder ganz nervös, die Burschen. So, Militärkonvoi sollte es da vor mir unten auf der Straße irgendwo. Ah, da unten ist er. Jetzt haben wir ganz böse, aber wo fliegen wir? Schauen wir, wo die. Die Ausrüstung darf nicht zerstört werden. Das heißt, wir werden einfach mal da die Straße blockieren mit dem Heli. Mal schauen, ob das so klappt, wie wir das vorstellen. Jetzt müssen wir da hinfliegen, davor. Da setzen wir uns dann ganz böse quer auf die Straße. Das war keine schöne Landung gewesen. So, dann packen wir unser RPG. Oder was haben wir noch mit? RPG, genau, den nehmen wir. So, pass auf, den ersten Wagen. Das legen wir. Den zweiten Wagen, das legen wir gleich. Vielleicht ist die Riefe nicht da. Der ist auch weg. Und jetzt mit der MG. Mit Sturmgewehr. Ich finde es lustig, dass der mit dem Traktor dann durchfährt. So haben wir es eh schon wieder, oder? Was macht denn der? Ich glaube, der Truck gehört schon mir. Und zwar wurde ich bei Ask.fm gefragt, so jetzt fahren wir da mal entlang, wie ich meine Frau getroffen habe, wann ich sie geheiratet habe, wie lange ich mit ihr zusammen bin. Und ja, darüber will ich ein bisschen quatschen da nebenbei. Neben dem ich jetzt in LKW irgendwo hinfahre, aber wo geht es denn hin überhaupt? Schauen wir mal auf die Map. Ah ja, geht die Richtung links, gut so. Kennengelernt habe ich meine Frau damals. Ihr wisst vielleicht, was ich beruflich mache. Ich bin ein Sanitäter und in Österreich ist es so, dass das ganze Sanitätssystem, also Rettungsdienst, sehr viel von Freiwilligen betreut wird. Und ich war selber mal seit Freiwilliger, ich bin ja seit 1991 bei diesem Verein und naja, es ist halt wie bei vielen anderen auch, die dort sind, dort entstehen auch natürlich auch Beziehungen, weil man sich natürlich dort regelmäßig trifft und so weiter und so fort. Und genauso war es mit meiner Frau auch, die habe ich auch dort kennengelernt, die war dann auch freiwillig und ich glaube, ich war dann mittlerweile schon hauptberuflich dort, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, da haben wir sie irgendwo kennengelernt und ja, da hat sich einfach dann so ergeben mit der Zeit. Und da waren wir uns, hoppla, ein Hund da am Weg. Da waren wir uns einfach recht sympathisch. Und haben dann im gemeinsamen Nachtdienst uns getroffen. Also im selben Dienst. Radl sind wir gewesen. Also wir schauen mal den Wagen hinpacken. So, nicht darüber. Halt. So, dann haben wir unser Equipment. Steig aus dem LKW. So, bestanden. Die Ausrüstung haben wir. Die große Frage, wie geht es jetzt weiter? Ah ja, das ruft ja schon an, Lester. Er hat alles bereit gemacht. Wir überfallen eine Bank, die in dieser Umgebung da ist. Alright, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. So, dann geht's auf zum Labor, wo immer das ist. Schau mal, was ist eh gleich da? Moment, das ist dann eh da. Da oben ist das. Da muss ich hinten rum rauflatschen. Pass auf, da geht's rauf. Und da plane ich mal jetzt den ganzen Krempel. Das ist eh, glaube ich, eine spannende Sache. Banküberfall ist ja nicht so ohne, da gibt es sicher
jede Menge Leute, die das nicht wollen, dass wir den Geld klauen. Oh, was hat er denn schon wieder? My advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Wow, she's 57, and she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the. Ja, gut, Beziehungsprobleme, die bricht man das ab da. Palito Bay, genau, da fahren wir jetzt hin. Denn da überfallen wir die Bank. So, und während wir fahren, können wir mittel weiter quatschen. Also, wie weit fahren wir denn? Schauen wir kurz mal auf die Karte. Oh, ganz ans andere Ende. Okay, schleicht jeder ganz rundherum. Egal. So, ja, wie gesagt, wir haben uns da eben kennengelernt und haben dann immer wieder auch so Sachen dann gemeinsam unternommen. Übrigens, dieser ganze Freundeskreis, dieser ganze Nachtdienst, diese ganze Gemeinschaft, wir waren immer so ein bisschen in der Gruppe unterwegs. Und natürlich, wenn man sich da sympathisch lernt, sie kennen und merkt ja dann schon immer mehr, dass es einfach passt. Obwohl es am Anfang nicht so ausgeschaut hat, irgendwie waren wir total, das sind wir jetzt eigentlich auch noch total konträr. Ja. Sie ist ja wirklich eine ganz ordentliche und braucht immer einen Plan und so Sachen. Ja. Und ich bin eigentlich der ganz andere. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Schwein, sage ich mal. Aber bei mir ist es nicht so, dass der Ordner jetzt genau so stehen muss oder so. Oder das ist für mich eher so irrelevant. Aber ich glaube, so ergänzt man sich einfach wunderbar, ja, wenn man einfach halt so ja, zweigeteilt ist. Ja. Ein bisschen das Kontrastprogramm eigentlich. Ja. Ich glaube, dass eine Beziehung, die am besten funktionieren, wenn nicht alle beide gleich sind, sondern jeder ein bisschen was anderes so in sich hat und man somit auch ein bisschen Kompromisse ziehen muss oder Kompromisse eingehen muss. Ich glaube, das macht eine Beziehung auch spannender. Aber ich bin ja sowieso eher der Typ, der eher nicht so auf Streit aus ist und so Sachen. Ich denke mir oft, ja, ist schon recht und so weiter. Und ah ja, sieht es ein bisschen lockerer. Aber wie dem auch sei, mal schauen, da muss ich links weg, haben wir uns einfach kennengelernt und so weiter und ja. Jetzt muss ich überlegen, das ist echt peinlich, gell? Wann haben wir geheiratet? Also im Prinzip sind wir zusammengekommen, es war ein bisschen turbulente Geschichte und so weiter, aber das ist zu weitläufig, um es zu erklären. Aber auf jeden Fall bin ich eingezogen. Und noch, wie lange ist dieses Jahr? Mann, Mann, verheiratet sind wir jetzt, glaube ich, das 8. Jahr, so schaut es aus. Und vorher zusammen gewesen sind wir, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Und ja, an und für sich bin ich als ein Typ gewesen, der immer gesagt hat, nein, ich werde nie heiraten, weil für was ist es eigentlich gut? Gell? Für was ist Heiraten wirklich gut? Du unterschreibst ein Papier und im Endeffekt ändert sich ja nichts eigentlich, ja. Eigentlich. Aber trotzdem war dann einfach sie genau die Frau, wo es die Beziehung passt hat, aber immer mir gedacht, also irgendwas braucht es jetzt noch. Ja? Und dann habe ich gedacht, das Heiraten wäre noch genau das Richtige, aber irgendwie ist das halt doch noch ein bisschen, wie soll man sagen, das Tüpfelchen auf dem I oder der, naja, der Abschluss irgendwo, dass man sagt, so jetzt ist es fix, jetzt passt es und das ist es halt. Und ja, habe dann einfach mal spontan Ringe gekauft. Waren jetzt einfach natürlich die Geschmäcker, man hat das nicht gewusst, das machen eigentlich wenige Leute so, aber ich habe wirklich gesagt, wenn ich Ringe kaufe, möchte ich das aussuchen und sie soll das auch nicht wissen. Und sie hat es auch nicht gewusst, also ich habe die Ringe gekauft und natürlich die Frage, ja, wann macht man einen Heiratsantrag? Ja? Man stellt sich immer so vor, wenn sie im Fernsehen siehst, so war es vorbereitet und dieses und jenes, aber das habe ich gar nicht. Ich habe einfach gesagt, ich warte mal auf den richtigen Zeitpunkt. Die Frage ist nur, was ist der richtige Zeitpunkt? Ja, genau, das ist der Punkt. Gell? Egal, wie du es drehst und wendest, es ist entweder nie der richtige Zeitpunkt oder immer. Und ich habe es ja schon mal gedacht, ja, jetzt warte mal, ich habe die Ringe dann immer, wenn wir spazieren wollen, einfach mal fortgegangen sind, habe ich es mitgehabt, habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es heute so oder vielleicht, ja, doch nicht oder wie auch immer. Sollte man mir hier einparken, mal schauen. So, Parken und Spot in jedes Bankeingangs. Na, dann fahren wir mal hin. So, lass mich vorbei pushen da, weg da, Platz da machen. So, der Parkplatz.
So, geh in die Bank. Mach mal. So, was ist los? Was haben wir rein da? So, schaut mal auf den Trevor, was macht der? Doch auf den Michael, was jetzt da? Trevor, Michael. Und renn da, zack, her mit der Kohle. Oh oh. Geld, 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 schau, 800.000, 900.000 Millionen. Stay back. We got hostages. 3 Millionen, 3,8, 4 Millionen. Begib dich zum Tresorraum. So, her mit der Kohle. 7 Millionen. 8 Millionen. Oh, oh, jetzt haben wir da Action. Ach du Scheibenkleister. Na klar. Wow. Achtung. Action. Da werden wir jetzt auch für die Song, oder? Da fliegen die Fetzen, so ist es gern. Und den anderen hinten auch und boom! Jawohl! Sprengen wir alles auseinander. Alles ist gesprengt. Da komm, flieg in die Luft. Zack, jawohl! Mit ist auch noch einer. Oh, Heli, Heli, Heli! Runter mit dir! Und tschüss. Oh, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich zum Server schalten, oder was? Weil der kann mich nicht mehr aus, wo ich hin switchen muss da. Komm, fliegen wir da. Komm, geh rüber da. Ja, ja. Aber mit dem Quantum kannst du nicht schnell laufen, gell? Sehr klar. Halt, wo gehen wir hin? Freunde, da entlang. Okay, na dann. Geht schon. Ah, Bots MG, gell? Geht schon was weiter. Oh, SWAT kommt. Oh, jetzt haben wir Action da. Die sind ja auch entsprechend gepanzert, die Burschen. Aber gegen meinen MG haben sie natürlich keine Chance. Weil du bist einer. Können wir nicht so einen Polizeiwagen einfach schnappen da? Das verstehe ich nicht. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Kavallerie. Ich finde die Knarre ist ein Hammer. Mit der Gate kannst du ordentlich aufräumen, das passt gut. So, weiter geht's.
Was kann ich ausstellen? Bursche, bist du gleich tot. Nächste, komm her. Mann am Boden. Was? Ein Panzer kommt jetzt auch noch. Geschleichte. So wichtig bin ich doch auch wieder nicht. Gibt's aber nicht. Jawohl. Na dann schauen wir. Entsprechend hilft mir noch ein bisschen mit meiner mobilen Abwehr. Oh, weg damit, weg. Bleib hängen. Nein, nein, ich bin kugelsicher, mein Freund. Ich bin kugelsicher, mein Freund. Oh, oh, ist aber hinter mir welche. Ich hoffe, dass hinten da ein bisschen Schutz ist. Oh, Verstärkung ist da, Verstärkung ist da. Wo haben wir es denn? Ein Stückchen nach vorne und dann nach links rennen wir an. Wo sind sie denn? Und Renner, bitte einsteigen, zusteigen, Fahrchips an der Kasse lösen. Oh oh. Jetzt kommt die Verstärkung. Nix weg, komm. Gib Gas ein bisschen da. Oh, Volltreffer. Bah, Franklin ist tot. Mission fehlgeschlagen. Suchen wir auf dem ordentlichen Speicherpunkt. Wenn es denn einen gibt, ich hoffe halt zumindest, weil sonst können wir den ganzen Krempel wieder von vorne machen. Ja, ein bisschen weiter erzählen währenddessen. Ja, Gott sei Dank, da geht es weiter mit der Mitfahrgelegenheit. Ja, also die Ringe habe ich immer mitgehabt und habe einfach auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Dann meinst du ja, okay, romantisch oder nicht oder wie auch immer es sein soll. Ja, voll, wie kommen wir denn da aus? Geht er nicht schneller? Kann er hupen? Das war's dann schon wieder. Da rechts rein, oder wie? In die Halle, oder wo geht's denn rein? Ah, da in die Halle. Ah. Achso, ja, schau, wunderbar. So, nix weg. Was ist denn da? Warum Hühner? Da rennen die Hühner rum, was ist das für Schmarrn? Nächster bitte. Ja, Chicken, jede Menge Chicks haben wir da, jede Menge Chicks. Kann man nachladen da, ha? Kann ich nicht nachladen, das ist halt Dauer-MG. Jetzt ist es zum Nachladen, na toll. Liegen bleiben, mein Freund, liegen bleiben. Nächster bitte und hoppla. Wow! Huch, wo bin ich denn? Huch, na, andere Seite. Wo ist denn? Da stehen ganz rum.
Oh, ich bin fast down, schau, meine Energie. Eieieiei. Also gut, Ringe sind mit gewesen. Und da waren wir immer in Salzburg unterwegs, so wirklich so ein bisschen am Mönchsberg. Wo du denkst, ja, das ist eigentlich romantisch, aber irgendwie hat es nicht gepasst, du weißt alles recht. Und ich habe einfach entschlossen, ich mache das einfach ganz anders. Und so waren wir dann mal zu Hause. Und meine Frau war dann nicht da. Da bin ich geschwind aufs Auto geschnappt, bin zu einem Blumenladen gefahren, habe Blumen geholt und habe sie dann angerufen, dass sie nach Hause kommen muss, weil ich brauche was von ihr. Ja. Man hat sich fast wieder Sorgen gemacht, wie was passiert ist oder sowas. Aber nee, der wollte natürlich nicht. Hüpf ist drauf da wieder. Und. Ich hoffe, kommt das gerade zu. Aber ich sehe rauf, hier Treppe. Hab sie ihm angerufen, sie ist wieder nach Hause gekommen, muss ich dringend was sagen und so weiter. Und da ist sie halt gekommen. Dann habe ich das einfach so ganz klassisch gemacht, wie man es halt so. Könnt so mit dem auf den Knien und so, also wirklich. Oh Scheiße! Jetzt ist er tot, der Michael. Also richtig kitschig. Aber ja, hat gepasst. Auf jeden Fall hat es gepasst und sie hat ja gesagt, natürlich gleich. Und ja, also im Prinzip war es vom Ganzen, wo man nicht denkt, wo man es machen könnte, wo man einen Heiratsantrag machen könnte und wie toll es nicht überall wäre, war es im Endeffekt dann zu Hause, ja. Aber es hat gepasst. Was ist hier alles da durchlaufen? Scheiße. Das ist der Way Out, ja, genau. Bleib liegen, mein Freund. Bleib liegen, ist gescheiter. Das Auto ist ja teilweise richtig nervig da. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir da. Was ist das dann über da hinten oder was? 7,9 Millionen haben wir noch. So, warum kommen die Burschen jetzt? Oh. Ah, wo steht denn wohl die? Ach, Mann. Wie sagt er noch? Und auf den Zug und rein da. Und ich sehe weg. Jawohl. Ja, so ist es. Und seitdem sind wir einfach verheiratet. Wie gesagt, 8 Jahre sind es jetzt. Also im 8. Jahr sind wir jetzt. Und bereue keine einzige Sekunde. Ich denke, wir sind wirklich sehr glücklich. Es passt alles. Es passt wunderbar. Und so einen Mann haben wir jetzt da. Sanchez, der persönliche FIB-Beamte. Considering present scrutiny on public worker remuneration. Ah, das ist ein bisschen Kohle, wunderbar.
preposterous. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together. Rettet die Welt? Ah, retten müsste man nicht, glaube ich. Vorher hätte man, glaube ich, genug gerettet. Ja, das ist immer eine Geschichte mit Frau und Familie. Wie schaut es bei euch eigentlich aus? Ich weiß ja, dass ich auch ein paar Zuschauer habe, die schon reifer sind oder älter sind. Es gibt sicher auch etliche, die schon verheiratet sind, Frauen und Kinder und dergleichen. Vielleicht schaut es mal in die Kommentare rein, wie das bei euch so ist. Und ich würde sagen, Raubüberfall ausgeführt, das Ding in Paletto ist erledigt. Und das soll auch hier gleich das Ende dieses Videos sein. Über Feedback und Kommentare freue ich mich natürlich irrsinnig. Also ihr wisst schon, unten reintipseln, Daumen hoch drücken und jo, einfach weiter mit dabei sein. So, liebe Leute, das war's. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.